Na gut. Also, das mit dem vom Bett zu Bett ist ganz gut. Ich glaube, der kommt hier nicht rein, solange der uns noch nicht gesehen hat auf dem Flur. Das ist jetzt einfach mal meine Annahme. Okay, übersehe ich hier irgendwas? Ich muss hier irgendwas übersehen. Ich gehe mal da zu der anderen Wand. Ist hier irgendwas? Also ich sehe ja eigentlich nur Verletzte und Sterbende und widerlich Zugerichtete. Hi. Guck mich nicht so an, bitte. Ich bin auf der Flucht. Ist da eine Tür an der Wand oder lehnt da nur irgendwas gegen? Da ist doch eine Tür. Schreit mich wieder an. Er kommt hier aber, glaube ich, nicht. Ja, Musik, danke. Er kommt hier doch nicht hin, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Musik will mich einfach nur trollen. Okay, hier ist nix, nicht mal eine Batterie. Und hier? Nope. Nix. Verdammt. Ich krieg das von hier einfach nicht mit, wann der da weggeht. Und dieses Kettengerassel hört sich immer so an, als wäre der mit der Schere da. Okay. Mein Gott, so wie der stöhnt, müsste er den eigentlich schon 10-mal gefunden haben, ne? Ich versuche jetzt mal was anderes. Ach du Scheiße. Schieb. Schieb. Und lauf. Lauf. Oh, ist da. Geht's da hoch? Komm ich da weg? Bitte, bitte geh! Oh, bitte lass mich jetzt weg sein von dem. Mein Gott, würde ich ein Fest feiern. Also ein gutes Gefühl habe ich immer noch nicht. Ups. Ist da eine Batterie? Nee. Ich glaube nicht, dass der jetzt wegbleibt. Oh, da hat es gerade geruckelt. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Oh, was haben wir denn da? Von David Annapurna. Antrag auf Versetzung.
Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. Ja, das könnte man so sagen. Also, so wie die da aussahen. Ja. 2 Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Ist das hier die Kellerstation? Die Kellerstation des Dr. Traeger? Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, David Annapurna. Ist die Frage, hat der sich an uns gewandt? Ich meine, immerhin sind wir ja Journalist. Sind wir wegen dem jetzt hier in der Scheiße? Andererseits könnte ich mir vorstellen, wenn der so einen Antrag stellt, hat er das selber nicht geschafft. Oh Gott, und hier wird schon wieder gerumpelt, wie verrückt. Okay, ich gucke jetzt erstmal ganz fix, wollte ich natürlich sagen. Nach Batterien. Also dieses Spiel stellt wirklich merkwürdige Dinge mit meiner Sprache an. Okay, bevor ich jetzt diese Tür aufmache, wird noch einmal die Batterie gewechselt. Hallo! Ich sollte die vielleicht auch nicht immer so ruckartig aufmachen. Das ist irgendwie gar nicht gut. Boah, wie es hier knarrt und knarzt und einfach echt nicht schön ist. Was ist hier? Ein Schlüssel? Wofür brauche ich denn einen Schlüssel? Telefon. Okay, keine Batterie. Schlüssel für Aufzug. Und ich wette, wenn ich den nehme, kommt der Dicke oder so. Hundertprozentig. Jawohl. Oh Gott, geh doch da durch! Mein Gott, also manchmal ist er echt behindert. Wo geht's jetzt lang? Hier glaube ich nicht. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ich warte trotzdem mal ab. Oh Gott. Nein, es ist der Scherenmann. Es ist der Scherenmann. Ist der jetzt weg? Weiß ich nicht. Ja. Weiß noch jemand, wo wir lang müssen? Ah, okay. Wo bin ich? Wo bin ich? Ah, hier, das habe ich vorhin aufgemacht. Fahrstuhl! Zurück! Nimm! Fahr irgendwo hin! Weg hier! Oh. Himmel, Herrgott. Was? Was? Nee! Oh. Was zur Hölle? Was? Wie geil! Ist der jetzt kaputt? Vor allem auf einmal sind wir stärker als der, ne? Die ganze Zeit rennen wir weg und jetzt schubsen wir den einmal so ein bisschen und schon ist er kaputt. Ist der wirklich tot jetzt? Haben wir wirklich Dr. Traeger getötet? Hallo, Doktor. Na? Ja, der ist kaputt.
Und dazu haben wir auch eine Notiz. Schritt 1 drücken. Wen soll ich denn drücken? Soll ich ihn drücken? Oh. Armer, armer Dr. Traeger. Wieso hängen seine Haare eigentlich nicht runter? Müssten die jetzt nicht nach unten fallen? Und wo geht's jetzt weiter? Falltür. Ach, Falltür. Ja geil, also Dr. Traeger wird uns schon mal nicht mehr gefährlich. Wer aber wohl immer noch da ist. Rums. Ist dieser der Dicke. Nee, das wollte ich nicht. Der Dicke ist immer noch da. Und ich bin mir relativ sicher, dass der auch der Nächste sein wird, dem wir wieder begegnen dürfen. Könnte ich mir gut vorstellen. Der wird bestimmt noch ein paar Mal kommen. Nope. Also weiter runter. Ach, Freiheit. Oh, du schöne Freiheit. Habe ich hier eigentlich alles angeguckt? Ich meine, der ist ja jetzt tot. Und ich bin jetzt mal total optimistisch, dass der Dicke hier nicht gleich um die Ecke gerannt kommt und dass das Spiel mir jetzt 2 Minuten zum Durchatmen gibt, wenigstens. Okay, da ist nichts. Dann gehen wir weiter runter. Wo der Traeger ja nun erstmal erledigt ist. Hallo. Hallo. Können wir dann jetzt nicht einfach rausspazieren? Warum sind wir mit dem Fahrstuhl eigentlich nicht dahin gefahren? Wo der Traeger uns rumgefahren hat im Rollstuhl. Da war doch Exit. Warum sind wir nicht dahin gefahren? Teamwork. Teamplayer Award. Patrick Petrina. Employee of Murkoff Corp. Können wir hier nicht irgendwie Hilfe? Oh, ich möchte wirklich gerne raus. Was ist denn das? Soll das ein Bildschirmschoner sein? Wunderschön. Wunderschön. Selten sah ich einen derart schönen Bildschirmschoner. Oh, das ist aber ein großer Raum. Wir müssen doch jetzt wohl nicht kämpfen oder so, oder? Das fände ich richtig ungeil. Halt. Vater Martin. Das ist doch Vater... Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Finde draußen Vater Martin. Warum konnte ich nicht einfach mit dem mitgehen? Ich meine, das ist doch hier kein Hindernis. Aber Vater Martin ist doch auch irgendwie nicht so ganz koscher, oder? Ich habe das Gefühl, ich möchte dem eigentlich auch nicht so wirklich vertrauen. Ich möchte hier eigentlich niemandem so wirklich vertrauen. Und hier wird mich gleich wieder was anhüpfen. Hey. Was ist denn hier los? Jetzt werden die schon gekocht, oder was? Und es rumpelt wieder die ganze Zeit. Nix, nix. Hier könnten sie doch mal ein paar Batterien für mich reinlegen. Ich würde da sogar reinpacken für eine Batterie. Ach du Kacke. Aber ja, man gewöhnt sich tatsächlich einfach so ein bisschen.
so ein kleines bisschen an die Geräusche. Und es ist alles nicht mehr ganz so furchtbar schrecklich wie am Anfang. Aber immer noch schrecklich. Ah, Verstecken. Und so viele Versteckmöglichkeiten. Muss man jetzt hier die raussuchen, die der Dicke vermutlich dann nicht öffnet? Das finde ich ja auch ein bisschen assi. Was liegt denn da? Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920 David Annapurna und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Okay, meine zweite Vermutung war richtig. Dieser arme David Annapurna, der eigentlich gerne da raus wollte, ist Patient von Dr. Traeger geworden. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank, Rick Traeger. Ja, der arme Kerl. Armer Kerl. Das war wahrscheinlich einer von denen, die da in den Betten lagen und gewimmert haben. Aber den Traeger haben wir ja schon mal beseitigt. Von dem geht auf jeden Fall schon mal nicht mehr so viel Gefahr aus. Follow the blood. Ah, okay. Ach, brennt's da oder was? Okay, bevor ich aber da hingehe, möchte ich mal hier noch gucken. Auch wenn das vielleicht mein Tod ist. Möchte aber nichts verpassen. Hallo! Okay. Können wir das hier nicht einfach irgendwie in die Luft sprengen? Da blinkt doch was, oder? Yeah! Batterien! Na gut, dann müssen wir da wohl auch rauf. Verbrennen wir jetzt einfach. Schnelles Ende. Ach du. Ach du Heiland. Oh, das war der falsche Knopf. Entschuldigung, das war etwas grell. Oh Gott, ersticke ich jetzt hier drin? Oh. I have to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get up. Schalte die Sprinkleranlage an. Warum? Ich bin eigentlich auch dafür, dass wir das hier brennen lassen. Genau, lass es brennen. Ich bin nicht das einzige Opfer hier, bei weitem nicht. Ich habe einen Mann gesehen, der verbrannt ist und den schmerzhaften Tod gewählt hat, um nicht an diesem Ort bleiben zu müssen. Ich bin ja auch langsam so weit, dass ich auch einfach gerne hier bleiben möchte. Wie komme ich denn da jetzt in die Küche? Aua. Komme ich da überhaupt hin? Nö. Ja, Junge, ich komme gar nicht durch die Küche. Hast du nicht noch einen anderen Ausweg für mich? Oh, mein Gott, die menschliche Fackel. Komme ich da rüber? Nee, das tut nur Aua. Diese Musik schon wieder. Hier geht's raus, wa? Ja, sieht auch nicht viel geiler aus jetzt gerade.